Es ist eine Art mediales Großereignis und damit herzlich willkommen in Detroit, wenn dieses Auto vorgestellt wird. Das ist der Ford F-150, das meistverkaufte Auto Amerikas und das seit mittlerweile 32 Jahren. Das ist so etwas wie der VW Golf der USA, nur dass er ein bisschen größer ist. Ein typischer Pickup-Truck, wie man ihn hier in Amerika gerne fährt. Bei uns kriegt man den nur beim Importeur. Obwohl er von außen weiterhin rustikal aussieht und die Konstruktion dieses Autos auch sehr einfach ist, ist trotzdem eine Menge neuer Technik hier reingekommen. Es gibt eine Menge neuer Assistenzsysteme, Totwinkelwarner, Spurhalteassistenten, neues Infotainment-System mit 8 Zoll Display. Mittlerweile gibt es sogar einen Gurt-Airbag, den Ford für dieses Auto anbietet. Das heißt, es wird immer moderner hier drin. Das Einzige, was die Amis noch nicht so richtig wegkriegen, ist diesen Plastik-Look hier. Auf der einen Seite steht dieses Monstrum für das alte Amerika, denn es ist immer noch ein Pickup, mit dem man hier in den USA herumfährt. Aber diese Motoren, die sind neu und da versuchen die Amerikaner auch ein bisschen zu sparen. Klar gibt es immer noch einen 5 Liter V8, es gibt auch noch einen 3,5 Liter Sechszylinder, aber es gibt mittlerweile auch einen 2,7 Liter Sechszylinder mit EcoBoost-Technik, das heißt mit Turboaufladung. Also ein bisschen Sparsamkeit kommt hier auch auf in den USA. Da soll noch mal einer sagen, die Amerikaner würden sich keine Gedanken um Effizienz machen. Bei dem neuen F-150 haben sie ein Alu-Chassis benutzt. Und mit diesem Alu-Chassis schaffen sie es im Vergleich zum Vorgänger 340 Kilo aus dem Auto rauszuholen. Klar, der Wagen wiegt immer noch über 2 Tonnen, aber es geht in die richtige Richtung.